Ted, Hilfe. Da kommt kein Ketchup rein. Das ist einfach Köfte, Digga. Der braucht einfach Köftespieß. Ist das so schlimm? Boah, ist das eklig. Was geht ab, Leute? Ich bin Revi, ihr kennt mich, also... Nee. Doch. Wir haben heute was ganz, ganz Wildes vor. Und zwar machen wir heute den HyperX Crashkurs. Wir haben gerade noch Besuch. Ganz kurz, vielleicht kommen wir noch kurz rein, damit es eventuell eine kurze Erklärung... Was krieg ich dafür? Also es gibt hier Hintergrundgeräusche, die vielleicht präsent sein könnten. Hi. Wir haben heute was ganz Wildes vor. Wir machen gemeinsam einen Kuchen und ihr habt die Möglichkeit quasi... Was? Hallo. Tim, schön, dass du da gewesen bist. Mann, jetzt geht nach Hause, danke für die Einladung. Ne? Mann, jetzt ab dafür. Wir machen heute gemeinsam Kuchen und ihr könnt quasi mitmachen. Allerdings funktioniert das ein bisschen anders, weil ihr sicherlich alle nicht backen könnt. Haben wir uns überlegt, wie kriegen wir euren vernünftigen Skill umgesetzt. Und da haben wir wieder ein Community-Event vorbereitet und ich möchte von euch, oder beziehungsweise von den 100 Spielern, die beim Community-Event dabei sind, dass ihr in der Zeit, während wir quasi versuchen, den Kuchen von Minecraft 1:1 nachzubacken, dass ihr hingeht und versucht, etwas Geiles zu essen in Minecraft auf eure Tellergrundstücke zu bauen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hab kein Wort verstanden. Jan tanzt gerade wunderschön hinter der Kamera. Jan, das ist... Ihr backt quasi in Minecraft, wir backen quasi IRL. Und das ist so ein bisschen der Plan für heute. Nee, komm. Lass mich nicht mehr los. Doch. Wollt ihr nicht nach Hause? Genau, wir... Eure Aufgabe von den 100 Leuten ist, während wir versuchen, den Minecraft-Kuchen zu backen, müsst ihr versuchen, was Nices, Essbares in Minecraft zu bauen. Die 5 Besten, die das Beste gebaut haben, werden von uns später ein 500-Euro-Paket von Hyper... Ich hab mich verschluckt. Von HyperX bekommen. Headset, Tastatur, Maus, Mousepad, all of that. Also auf jeden Fall ordentlich was zu gewinnen. Es lohnt sich heute richtig rein zu tryharden. Wir switchen auf Minecraft, Leute. Und dann zeige ich euch mal ganz kurz hier die Map. Wir sehen jetzt hier quasi die Map, Leute. Da sind eine Menge Teller drauf. Jeder von euch hat quasi die Möglichkeit, seinen Teller so zu bebauen, wie er möchte. Und wie gesagt, die besten 5 Stück kriegen ein fettes Paket von HyperX. Wir machen übrigens den klassischen Minecraft-Kuchen. Leider Gottes ist es so, dass wir es nicht geschafft haben, eine viereckige Form zu finden. Weil es ist wirklich, es ist insane. Der Minecraft-Kuchen ist ja eigentlich viereckig. Es gibt aber keine wirklich viereckige Kuchenform. Wir können aber viereckig schneiden. Ey, Tobi, du bist... Ich schwör, Tobi, komm her. Komm, einmal. Jetzt du bei mir. Ich habe noch nie im Stream gebacken, das wird richtig wild, das wird richtig, richtig wild. Ich bin mal gespannt, wie wir hier abliefern. Also, Community-Event läuft, ihr müsst im Hintergrund bauen und wir fangen an, Kuchen zu backen. Tobi, Ofen vorheizen, ne? Aber der Rezept, ne? Auf 350 Grad. 350 Grad? Kann der so viel? Digga, kein Ofen kann 350 Grad. Meiner schon. Sie glauben, die Geschichte ist wahr, da muss ich sie wirklich leider enttäuschen. 350 Grad, bist du sicher? Fahrenheit. Haben wir Pergamentpapier? Du meinst Backpapier, wa? Hey, warte mal, wollen die, dass das da reinkommt? Ja. Hä? Warum das denn? Backpapier. Oh. Wir haben doch extra so eine Form, oder? Ja, richtig. Wie soll denn Backpapier rein? Da brauchen wir es ja gar nicht. Wollen wir ohne machen? Soll ich Backpapier hier in das Ding reinmachen? Alter. Songs. Ja, der Masterkoch. Perfekt. Ist die schon wieder groß genug? Längst du ja, ne? Ein Drittel Tassen. Och, Digga, nee. Wieso hast du denn so ein Ami-Rezept genommen? Digga, das ist kein Ami-Rezept. Ja, Minecraft. Digga, wo kommt denn Minecraft her? Okay, schwarze Tassen. Dafür, dass du total planungsseitig machst, ist richtig gut. Carrie, wir haben noch nichts geschafft. Wir haben noch gar nichts. Wir haben die Form. Ein Drittel sind 40 Gramm. Kakaopulver, Backpulver. Ach Mann, ich bin so dumm, Digga. Digga, mach mal deine Handfläche mit Mehl. Das ist übel Stones Move. Mach mal. Und dann guck so drauf, Digga. Mehl kann nicht reflektieren. Was meinst du so? Ja, jetzt guck mal so ins Licht. Mehl kann nicht reflektieren. Ne, hier. In das Licht. So musst du gucken. Ja! Dummer! Okay, ich hab auch so einen Trick. Mehl kann ich reflektieren. Okay, wir verquirlen das jetzt. Ja, es verquillt. Das sieht aus wie Erde. Das machen wir im Garten. Minecraft. Boah, cool! Da sind Diamanten drin. Das riecht übel nach Weihnachten wegen Zimt. Das riecht übelst nach Minecraft. Kennst du den Geruch von Minecraft? Nee. Riech mal dran. Wusstest du, dass dieses Zeug nicht reflektieren kann? 2 Teelöffel Vanilleextrakt. 2 Teelöffel? Ja, der schmeckt, glaube ich, schon gut, ne? Der schmeckt so scheiße safe. Digga, riecht nach Jeremy Fragrance Kleiderschrank. Digga, zitter nicht so. Ah, du hast über mich gekippt, du Idiot! Das war noch nicht genug. Du zitterst aber auch. Jetzt. 1. Digga, das war so, du
bist so dumm, Alter. Du hast übel gezittert, Junge. Das war, Digga, du hast es doch reingekippt. So, weißt du, wie du gehalten hast? Das stimmt alles gar nicht. Okay, hast du Öl? Ja, hier. Dann nimm mal ganz kurz diesen Messbecher. Wie viel denn? Wie viel? Nein, wie viel? 30. Ah! Hör auf. Jo! Kopflos? Gute Köche, ja. Yeah. Okay, jetzt haben wir einen Drei-Komponenten-Teig, ne? Ich hatte gerade Blackout. Ich stand gerade 8 Minuten so da. Okay. Und das jetzt da rein? Chat, ist das richtig? Ja. Oh, oh. Du darfst nicht übermischen. Oh, das sieht so lecker aus, ne? Sieht aus wie so ein Pudding einfach. Das sieht aus wie Den Teig gleichmäßig auf die vorbereitete Form verteilen und backen. Hä, und was mit dem Zucker? Ja, frage ich mich der auch. Der muss doch da rein. Chat, Hilfe. Müssen wir den da reinmachen? Ja, der Masterkoch. Digga, der Zucker muss safe mit in den Teig, das macht sonst keinen Sinn. Sollen wir den einfach machen? Füllen Sie mit einer Pastellspritze Nummer 7. Was? Tobi, ich werde hier nicht am offenen Herzen operieren, Digga. Was ist eine Pastellspritze? Das sind diese Glasurspritzen. Hast du eine? Junge, du machst eine Tüte, scheiß Loch rein, hast du schon mal, Kuchen gebacken oder was? Da kommt kein Ketchup rein, what the fuck, Chat? Ja, natürlich muss deine Teig. Was für eine dumme Frage jetzt rein damit? Oh mein Gott, bist du. Der muss safe da nicht rein. Der muss da safe nicht rein. Bruder, das kriegst du nicht untergewischt. Ja, okay, doch. Okay. Alles gut. Willkommen beim Crashkurs, sag ich mal, ne? 3, 2, 1. Au! Okay, mach den bitte. Geil, Junge. Der schmeckt aber tatsächlich sehr, sehr geil. Der hat einen Timer auf 35 Minuten. 35 Minuten. Riecht wie Knete. Das ist einfach Play-Doh. Warte, ich zeig dir, was das ist, aber das wissen wir ja, die Profis. Ja, diese viereckigen Dinger hier einfach auf dem Minecraft-Kuchen. Revi schneidet sich mit dem Küchenmesser. Ey, wenn das jetzt passiert wäre, das wäre ja wirklich. Das wäre geil, lustig. Das wird durch die Decke gegangen, ey. Oh, Digga, ich bin richtig Sallys Tortenwelt, ne? Alter. Bro. Wir checken mal, wie der Kuchen backt. Bro. Mach mal das Messer weg. Ja, du. Digga, willkommen zu einem neuen Haus. So, Freunde, wir sind fertig mit dem Minecraft-Kuchen. Guckt's euch gleich aus. Digga, 20 Minuten. Dann lass mal jetzt nochmal kurz aufs Community-Event checken, Digga. Bro, das ist wild. Guck mal hier. Döner ist es, ne? Ja. Hier gibt's nochmal einen Creeper-Kuchen. Also wir schauen jetzt erstmal nur rein. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. Oh, Digga, schau mal hier. Das sind gute Sachen. Schwarzwälder Kirschtorte. Das sind gute Sachen dabei. Schwarzwälder. Oh, Digga, was, Alter? Burger, der Burger. Mit Pommes, Digga. Burger, Pommes, alles Digga, dabei. Pommes in Ketchup rein. Er hier hat einfach einen Atombunker gebaut. Kann man nicht essen. Oh, Digga, nein. Delfin. Digga, wegen Inscope. Nein, Bro. Lustig. Guck mal, Digga, ein KFC-Bucket. Stell dir mal vor, du hast einen Teller und da ist ein Baum drauf und so kleine Füchse. Würdest du die essen? Nee. Warum Digga, nicht? Digga, da ist eine Festung auf meinem Oh, Digga. Also, ich weiß nicht. Da sitzt sogar du. Bro, ich weiß nicht, ob ich das essen würde, wa? Also, manche Sachen sehen wirklich appetitlich aus und manche sehen auch echt zum Kotzen aus, ne? Bro, Köfte! Ah. Das ist einfach Köfte, Digga. Der baut einfach Köftespieß. Köftespieß! Geh mal in deinen Kopf, Revi. Ach, Digga, was ist das? Erbsen hier. Gut. Alles klar. Oha, guck mal hier, Digga. Mit Oh! Akani-Banner. Das ist wild. Das ist wild. Okay. Wir gehen rüber, Leute. Nehmt das Mikrofon mit, Tobi. Wir schalten wieder um. Der Kuchen, ah, Digga, der muss abkühlen wahrscheinlich, oder? Jetzt nächste Challenge. 1 Kilo Zucker essen. Okay. Oh, Bro, warte. Weißt du, was auch eklig ist? Jetzt nimmst du hier von 1 Teelöffel. Nee, da kotzt du, da kotzt du. Nein, du machst das. Bro, Vanilleextrakt. Das sieht aus wie Hustensaft. Das ist viel zu stark. Mach. Das ist viel zu stark. Mach. Ist das so schlimm? Ist das so schlimm? Ah, Junge! Okay, warte, jetzt will ich auch. Aber wenn du es länger im Mund drin stehen lässt, dann ist es schlimm. Digga, das ist so ekelhaft, oder? Ja, das ist so richtig bitter und ekelhaft. Boah, ist das eklig! Ein ganzer Mund schmeckt einfach nach bitter. Das schmeckt so, als hätte so ein Zahnarzt Abdrücke von meinen Zähnen gemacht. Aber nicht wirklich. Er hat nur bittere Sachen in meinen Mund gemacht. So schmeckt das. Also reingelegt. Diese ja, diese Zahnpasta. Kennst du das? Wenn du deine Zähne so anmalt, um zu gucken, wo du gut geputzt hast und dann ist alles grün. Bei mir war nichts grün. Chat, guck mal. Wir sind die jetzt... Oh, halt's Maul, Mann! Junge, what the... Wild. HyperX ist schuld, wenn der Kuchen nicht gut wird. Boah, Digga, was? Digga, wenn wir den jetzt noch viereckig schneiden. Dann können wir die naschen, die Teile. Ist komplett schief geschnitten. Er ist nicht ganz symmetrisch, aber gut. Ja, Digga, guck mal, der ist viereckig. Ja.
Ich schwöre es euch, das ist das erste Mal, dass ich was gebacken habe. Dass ich was gebacken bekomme auf Joke-Basis. Es ist so lecker. Bro, vor allem ist der noch richtig saftig, weißt du, was ich meine? Er ist saftig, er schmeckt geil, er ist geil und er ist einfach geil. Mein Plan ist jetzt folgender. Das ist keine dumme Idee, to be honest. Digga, das ist eine dumme Idee, wirklich, wir lassen das einfach. Bitte, der darf nicht brechen in der Mitte. Oh, mach doch nicht so. Junge, du, dich juckt auch gar nicht. Bro, es hat aber geklappt, guck mal. Ich hab hier so ein fettes Loch reingemacht, das müssen wir einfach zugießen. Stopp, dieses Loch hört nicht auf, das... Aber es kommt nicht unten raus. Dieses Loch schluckt immer weiter. Hä? Ich würde sagen... Jetzt muss das trocknen, ne? Ja. Ein paar Sekunden später. Okay, Tobi, lass uns Mehlwettessen machen, ja? Nope. Oh, Digga, oh! Oh mein Gott. Oh, was? Das ist einfach... Ich spiele rückwärts. Warte mal, gib mal. Revinzeit, euer vertrauter Partner. Jetzt verstehe ich, warum man deine Stream schauen soll. Oh nein! Ab ins Gefängnis. Ab ins Gefängnis. Willkommen zu diesem schönen Stream. Ich zeige euch heute, wie man sich entspannt. Okay. Okay, fertig. Okay, du, ich habe den Spatel hier. Jetzt beginnt's auszusehen wie Minecraft-Kuchen. Ich glaube, wir haben nicht genug davon. Mal was Schmand drüber. Das Ding ist, er schmeckt ja schon mal gut, ne? Alter. Sieht so geil aus, ich schwör's. Der sieht echt von vorne. Aber er sieht wirklich aus wie der Minecraft-Kuchen, ich schwör's. Wir lösen Community-Event jetzt kurz auf. Schauen mal, wir suchen 5 Gewinner. Wir schauen uns hier nochmal ganz kurz alles an. Also ich würde sagen, wir gucken erstmal, was generell von oben so am besten aussieht. Dieser Kuchen hier sieht schon richtig wild aus hier tatsächlich. Dieser Delfin. Digga, ich finde den Köfte eigentlich geil, aber es ist halt so simpel, ne? Preiskuchen, Tobi, sehe ich tatsächlich, warte. Also entweder hier so eine von denen. Die hier fand ich wild, die hier. Die hier finde ich persönlich am geilsten. Dass so runterläuft, ne? Ja. Laut Pusteblume, du kriegst ein HyperX-Paket. Ehrenbruder. Kuss, 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 Kuss. So, jetzt Fast Food. Burger. Hier, komplettes Burger-Set. Hier, guck mal, hier haben wir noch Pommes. Guck mal, der. Der ist wild, ne? Ja. Oh, hier das Hotdog. Bro. Ah. Auf jeden Fall für mich. Ganz klares Ding. Zwiebeln. Ja. San Marino, allein wegen den Gurken, Digga. Wegen den Gurken, ich schwöre, die haben es gemacht. Grüße geht raus an dich, du hast auf jeden Fall auch gewonnen. Guck mal, der Burger, Digga, der Burger hier ist es noch für mich, schau mal. Der sieht krank aus. Oder? Nehmen wir den, doch, der ist der. MXJFR, Digga. Auch ein Paket an dich, mein Ehrenbruder. Pizza hier finde ich sehr geil. Ja, die Kürbissuppe finde ich halt auch ganz geil, muss ich sagen. Ne? Ich finde den Goldapfel, muss ich ehrlich sagen, auch cool. Der Döner, Digga, der ist der krank. Döner hier ist wild, oh, ja. Sehr wild. Sir, Unterschrift Diaschwert. Wo war diese eine Pizza, Bro? Die hier ist halt wirklich geil, ne? Uff, ja. Die ist sehr, sehr lecker. Ja, dann nehmen wir hier die. Sicher. Ja, Fiji Akanji, sehr, sehr wild. Lord Pusteblume, Zameridino, MXJHFR, Sir Diaschwert und Fiji Akanji. Ehre, Digga, Ehre. Gruß und Kuss an alle Leute, die hier mitgemacht haben. Wirklich sehr, 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 sehr geil. So was wird öfters kommen jetzt. Also auf jeden Fall, immer wieder. Wir geben ja immer wieder Belohnungen. Ja, safe, safe, safe. Glückwunsch an alle Leute, die hier gewonnen haben. Sehr, 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 sehr fresh. Leute, was sagt ihr zu diesem Cake? To be honest. Sehr, sehr wild. Oh, Digga, ich bin wirklich gespannt, ne? Okay, bist du ready? Ja. Bist ein bisschen nervös, ne? Digga, das ist wie eine Geburt gerade für mich. Oh, das Schokoloch! Oh mein Gott, Leute! Es läuft hier so voll raus. Ah? Ja, mach. Ah. Bruder. Oh mein Gott. Absolut nice, Bro. Riesiges Shoutout auch an der Stelle an HyperX mit der Möglichkeit, euch hier mit diesen Paketen zu unterstützen. Das war's von diesem arschgeilen Stream. Wir sind an der Stelle raus. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vielen Dank nochmal an die Gifted Subs von HyperX. 20 Gifted Subs noch von HyperX. Riesiges Dankeschön an euren Support. Beste Partnerschaft. Kuss auf eure Augen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Gewonnen haben die Leute übrigens ein Paket mit einer HyperX Pulsefire Dart Wireless, einer Maus, ein HyperX Blackout Edition Headset, einem Furo SXL Mauspad und ein HyperX Keyboard. Dickes, dickes Paket. Grüße geht raus an euch alle 5. Und an der Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön an HyperX. Wir sind raus an der Stelle, meine Freunde. Bis zum morgigen Stream. Auf Wiedersehen und tschüss.